bin dann nach Indien gereist und auch einige Jahre dort geblieben, um vor allem im buddhistischen Kontext Meditation zu studieren und zu praktizieren. Später dasselbe auch noch in den USA für einige Jahre. Das waren etwa 15 Jahre, bis meine Lehrer fanden, könntest anfangen zu lehren. Dass in der buddhistischen Praxis, in den meisten Traditionen und Zugängen, geht es darum, innere Befreiung zu erlangen. Befreiung und Erleuchtung, das sind so Stichworte, die übrigens nicht aus Asien stammen, sondern aus unserer Kultur. Befreiung schon, aber Erleuchtung ist nicht ein asiatischer Begriff. Der asiatische Begriff ist Erwachen. Ah, okay. Mhm. Sagt schon mal was ganz anderes. Worum es geht, ist grundsätzlich die leidenschaftenden, schwierigen Emotionen, mit denen zu lernen, mit denen umzugehen, geschickt und sie zu schwächen und möglichst, wenn einem das gelingt, sie wirklich aufzulösen. Vielleicht kommt es der Sache am nächsten, wenn man sich vorstellt, dass Meditation ein sehr wesentliches, unterstützendes Mittel ist. Das ist eine Methode, um die Ziele, die in der Buddhistenpraxis gesetzt sind, zu erreichen. Also es ist nicht die Sache per se, die wesentlich ist, sondern es ist ein sehr hilfreiches Mittel, wenn man es richtig versteht und richtig anwendet. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt drei Formen, vereinfacht etwas. Die eine ist Sammlung, das heißt Samatha in Sanskrit oder Pali, das heißt ruhevolles oder gesammeltes Verweilen. Das ist wahrscheinlich das Bekannteste. Und das ist das, was auch immer wieder angesprochen wird oder was man sich vor allem vorstellt unter Meditation. Eine andere Möglichkeit, die gerade in der tibetischen Tradition, aber auch in anderen buddhistischen Traditionen sehr viel angewandt wird, ist die Reflexion und Kontemplation, wo man ein Thema nimmt und das dann durchdenkt und darüber reflektiert und versucht, sich das mehr und mehr zu eigen zu machen, das zu verinnern. Und eine weitere Möglichkeit, das ist heute eine recht bekannte, ist die Erkenntnismeditation. Es ist eine geistige Aktivität des entweder Innehaltens oder Erforschens der Dinge im Geist oder des Daseins, wenn man so will. Das ist eine recht weit gefasste geistige Aktivität.